Motorcheck braucht nun mal seine Zeit. Möchtest du ihn schnell oder ordentlich und korrekt? Schnell! Schnell! Ganz schnell! Ah, ihr Kinder, habt es immer eilig. Ich erinnere mich noch, als ich so alt war wie ihr. Da fuhr ich immer zum Westwindturm hinauf, legte mich hin und sah von dort aus dem umgedrehten Sonnenuntergang zu. Einfach so? Warum? Wenn man sich hinlegt, entspannt man sich. Das hat einfach gut getan. Red Blitzwing an Maxwell. Mein Anhänger ist kaputt. Ich bin auf dem Weg zu dir, damit du ihn reparierst. Blink hier, Maxwell. Code 44. Das Ampellicht funktioniert nicht. Und niemand weiß, wie man es repariert. Könntest du mal nachschauen? Ich hab dich zwar gerade nur durch Zufall empfangen, aber ich hab das Gefühl, mit dir stimmt auch irgendwas nicht. Ich glaube, mein Motor ist kaputt. Eigentlich hatte ich heute meinen freien Nachmittag, ha? Ich hol mal mein Spezialwerkzeug. Wow. Sieht so aus, als ob Maxwell unsere Hilfe braucht. Bike Buddies, ich habe eine Idee. Wir kümmern uns um die Reparaturaufträge, dann hat Maxwell doch seinen freien Nachmittag. Wir wissen auch, wie man Dinge repariert, oder? Nein. Absolut nicht. Wirklich nicht im Geringsten. Oh, stimmt, wissen wir nicht. Aber ich kenne da welche, die helfen könnten. Lernmodus. Geschafft! Jetzt können Sie all das, was Maxwells Werkzeug auch kann. Reparaturbox, wir haben Arbeit für euch. Suchen los, komm schon! Reparaturbox, los geht's! Hurra! Ricky, Bike Buddies? Die haben's immer eilig, die kleinen Racker. Hallo, Pops. Hast du Probleme mit deinem Anhänger? Ja, er ruckelt furchtbar und er wird immer lockerer. Ich bin gerade auf dem Weg zu Maxwell. Die Reparaturbobs können helfen. Reparaturbobs, los! Was? Scootbobs? Was macht ihr denn da? Hey, das ist wunderbar. Danke, Scootbobs. Kein Problem. Zoomen wir los. Mach's gut, Papa. Wieso kann ich nicht schneller fahren? Los! Benötigst du vielleicht Hilfe? Tja, ich weiß nicht so recht. Reparaturbobs, los! Pass bloß auf, Flip. Es könnte kitzeln. Was? Nein, nein, liebe Mitbikes, bitte ganz ruhig. Weltmeister Blinker ist zur Stelle, bitte nicht hupen. Schon viel besser. Na, wer war das? Wir können Ihnen helfen, Weltmeister Blinker. Die Reparaturbobs sind schon unterwegs. Ich weiß nicht so recht. Eine Ampel zu reparieren ist eine äußerst schwierige Angelegenheit. Ordentliche Arbeit ist gefragt. Machen Sie schnell. Na gut, erledigt es, aber schnell. Reparaturbox, los. Oh, das ist ja mein Ding. Yo, yo, vielen Dank, Bike Buddies. Und natürlich auch an die Reparaturbobs. Dann kann ich wieder meine Runde drehen.
Wir haben es geschafft. Ich hoffe, Maxwell hat seinen freien Nachmittag genossen. Nicht schon gut, Maxwell. Die Ampel ist schon repariert. Repariert? Stell dir vor, der Anhänger rollt wieder wie geschmiert, Maxwell. Dann bis zum nächsten Mal. Hab dich aus Versehen angefunkt. Entschuldigung. Ich brauche übrigens keine Hilfe mehr. Nun, das ist ein Glücksfall. Alle meine Nachmittagstermine sind abgesagt. Ich denke, es wird Zeit für eine kleine Pause. Was wollen wir jetzt machen? Wenn man Dinge schnell erledigt, hat man echt richtig viel Zeit. Bam! Was ist denn los? Die Reparaturbobs haben es mit meinem Motor zu gut gemeint. Jetzt kann ich nicht mehr anhalten. Ich werde immer nur schneller und schneller und schneller. Los, keine Angst, Bip. Wir helfen dir. Scootio, was ist mit deinen Scootbobs? Also so schnell geht das doch nicht. Ich kann nicht mehr warten. Beim nächsten Grün fahre ich jetzt einfach los. Papa, nein, pass auf! Papa! Was passiert hier gerade? Papa, du musst deinen Anhänger abkuppeln. Das geht nicht, er ist zu fest, ich bekomme ihn nicht ab. Sie müssen langsamer werden. Oh, ich weiß, folgt mir, Bike Buddies. Der Hügel, der wird sie bestimmt verlangsamen. Verlangsamen, aber nicht stoppen. Was passiert hier denn gerade? Ich kann überhaupt nichts mehr sehen! DJ, Straße räumen! Und los! DJ! Nein, jetzt werde ich wieder schneller! Wo sind wir hier? Ich krieg überhaupt nichts mit! Es ist immer noch genauso entspannt wie damals. Oh, seht mal, da ist Maxwell. Ich weiß was. Neuer Plan. Scootio, Scootbob, los! Das ist unsere allerletzte Chance. Ich habe zwar nicht gesehen, wie ihr das angestellt habt, aber... Oh,
Bist du wegen des Sonnenuntergangs hier? Maxwell, wir hätten da so ein paar Sachen, die repariert werden müssten. Wie ist das? Ah. Besser? Ja, sehr viel besser. Ich danke dir, Maxwell. Nun, und was ist mit der Ampel? Oh ja, die repariere ich euch. Aber es kann eine Weile dauern. Eine Weile? So viel Zeit habe ich nicht. Wollen Sie es schnell oder ordentlich repariert haben, Wachtmeister? Na, ordentlich natürlich. Wieso machen wir das? Weil jetzt einfach mal gut tut. Helen an Hank. An der nächsten Ecke musst du Richtung Westen. Code 65, platter Reifen und kaputter Motor. Roger, alles klar. Los geht's. Darf ich auch mal? Was? Eine Notfallfunkerin sein? Nein, ich will das machen, was du machst. Das ist aber das, was ich mache. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe, damit Bikes, die in Not geraten sind, schnell Hilfe bekommen. Ich bin zwar zu klein, um ein Rettungsbike zu sein, aber vielleicht kann ich das ja machen. Willst du es mal versuchen? Nur so zum Spaß? Darf ich? Tut meldet sich zum Dienst. Ich kann ihr helfen. Dann lernen wir gleich beide was. Sehr gute Idee. Aber wenn ein richtig wichtiger Notfall reinkommt, sagt ihr mir Bescheid, ja? Roger! Das heißt verstanden. Hey, tut es das? Wer ist Roger? Etwa jemand, der andauernd verstanden sagt? Wenn du hier in der Notfallzentrale arbeitest, musst du auch die richtigen Worte sagen. Oh, Ricky. Das macht doch nichts, wenn Tut noch nicht alle Worte weiß. Die lernt sie noch. Lass sie ruhig mal machen. Viel Glück, Tut. Tutu Meschette Bericht. Immer noch alles in Ordnung. Es soll endlich mal was passieren. Das ist total langweilig. Wo ist dieser Roger? Warte hier! Ihr braucht schnellstens Rettung. Rettung? Oh nein. Was ist, wenn niemand zur Rettung kommt? Nein, ihr müsst doch nur so tun, als ob ihr Hilfe braucht. Das ist eine Rettungsübung. Oh. Und wovor müssen wir gerettet werden? Ich weiß es auch nicht. Denkt euch einen Notfall aus und ruft dann einfach um Hilfe. Ja, ich habe eine Idee. Luft, bitte nicht mehr bewegen. Hä? Tablet, ändere den Hintergrund. Perfekt. Tut erstattet Bericht. Immer noch alles in Ordnung. Aber nicht mehr lange. Hilfe, Notfall! Wir wurden von einem ausbrechenden Vulkan überrascht! Oh nein! Hilfe! Hilfe! Scoot Bob, los! Oh! Ein Laservulkan! So viele Laser! Wir senden euch am besten unseren Standort! Und jetzt sorgst du dafür, dass ich diesen Standort finde. Verstanden? Verstanden. Ich meine natürlich Roger. So, wir los! Okay, Tut. In welche Richtung muss ich jetzt? Da ist ein großes grünes Etwas in der Nähe von grauen Linien. Hä? Du musst mich führen. In welche Richtung muss ich jetzt? Links oder rechts?
Hey, du weißt doch, dass ich links und rechts nicht unterscheiden kann. Du musst die richtigen Worte benutzen. Der Laserpokal aus Bruch wird immer heftiger. Bergauf! Bergauf! Ah, so viele Laser und so viele Farben. Sieh dir nur die Farben der Laserstrahlen an. Jetzt gibt es sogar Pinkel. Wir brauchen Hilfe. Wo muss ich lang, Tut? Tja, ich weiß es nicht. Links? Oh nein, lieber rechts. Oder ist es doch eher links? Hä? Bist du dir sicher? Okay. Versuch lange nach links, bis ich Stopp sage. Warum? Kann ich jetzt endlich anhalten? Nein, noch nicht. Bist du dir sicher? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, Tut, dann versuchen wir es doch mal. Was ist das? Der Vulkan ist ausgebrochen. Hä? Der Vulkan ist ausgebrochen? Der wird immer schlimmer. Soll ich hier abbiegen? Ja, ganz genau, abbiegen. Ich bin sicher, da bist du jetzt richtig. In wenigen Sekunden bist du beim Vulkan angekommen. Jetzt! Das war gar kein Notfall. Mhm. Tut mir leid. Ich habe keine Lust mehr auf diese Notfallübung. Tut, so mein Schlüsselbericht. Alles in Ordnung. Bist du wirklich sicher, dass du nicht... Tut, so mein Schlüsselbericht. Alles in Ordnung. Bericht. Maxwell an die Zooms. Zooms, bitte kommen. Maxwell? Ja, ich bin es. Ich habe ein klitzekleines Problem. Ich habe mich verfahren. Das hier ist ein ziemlich dringender Notfall. Ich sende euch mal meinen Standort. Okay, einen Moment. Kommt ein echter Notfall rein? Ruf Mama und Papa. Tut Zoom an Mama und Papa. Meldet euch, ihr beiden. Oh nein, sie ist wohl viel zu weit weg. Ricky, ich rufe Ricky. Tut war ziemlich enttäuscht. Sie wäre so gern eine Notfallfunkerin. Ich glaube, ich fahre jetzt nach Haus. Tut Zoom an Ricky Zoom. Ich meine, Tut an Ricky. Für das Zoom ist jetzt keine Zeit. Hallo Tut, willst du noch eine Notfallübung machen? Ricky, das ist keine Übung mehr. Ich glaube, Maxwell braucht wirklich Hilfe. Und ich möchte ihn auf keinen Fall im Stich lassen. Oh, okay. Wo steckt er? Es sieht so aus. Oh, ich weiß nicht, wo das genau ist. Es ist blau und grün. Ihr müsst Richtung Norden. Nein, links. Oh. Komm, mach dir bloß keine Sorgen, Tut. Sieh einfach auf die Karte und sag uns, was dir bekannt vorkommt. Oh, ich weiß. Der Hydrant kommt mir bekannt vor. Weißt du, wo der ist? Okay, Roger! So, wir los! Da ist er! Auf der alten Werkstatt! Maxwell!
Wie bist du nach da oben gekommen? Das ist doch nicht gefährlich, oder? Doch! Und wie? Nein! Alles bestens! Ja, bestens! Ricky kommt zur Rettung! Top Trick! Spoiler raus! Super Sicht! Den Berät! Scooter, schick die Zoomcam hoch und checke Maxwells Position. Wird gemacht! Zoomcam, los! Oh nein, Maxwells Hinterrad ist eingeklemmt. Schaffst du es aufs Dach? Aha, na klar. Aufgepasst. Luffy, muss da los. DJ, kannst du eine Rampe bauen? Und los. Wir holen dich jetzt hier runter, Maxwell. Danke. Rettungssack, los! Luke, versuch von hinten zu schieben. Scootio, DJ, wir brauchen Hilfe. Sind auf dem Weg. Und los geht's. Ja! Fantastisch! Wir haben es geschafft! Ist es vorbei? Habt ihr mich gerettet? Ja, du musst nur noch die Rampe hinunter, Maxwell. Ricky und Toot. Rettung abgeschlossen. Over. Roger! Warum? Ricky ist ein echtes Rettungsbike. Was hätten wir nur ohne dich gemacht, Toot? Ja, stimmt eigentlich. Überhaupt nichts. Wuhu! Warum? Toot ist auch ein Rettungsbike. Toot, du hast uns gerufen? Ist alles in Ordnung? Toot, du machst den Bericht. Alles in Ordnung. Juhu! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich fliehen kann, Muffelklunk. Du kannst nicht entkommen. Die unaufknotbaren Knoten sind unaufknotbar. Ich glaube nicht. Oh, ich erinnere mich an die Seite. Das ist die Seite, wo es dir sagt... Dein Sag-die-Wahrheit-Strahl funktioniert nicht bei mir, Muffelklunk. Super cool. Du bist entkommen, so wie jedes Mal. Und jetzt kommt eine Überraschung, die niemand erwartet hat. Und die Überraschung ist... Ist... Oh, die kommt im nächsten Comic. Jedes Mal hat es dasselbe Ende. Weil es ja gar nicht zu Ende ist. Das super Überraschungsende gibt's erst im nächsten Comic. Wenn dann Hübscher endlich kommt und die Post bringt, werden wir es wissen. Yeah! Oh, ich kann's nicht erwarten. Fahren wir ihm entgegen. Ich kenne Papas Postaustrageweg. Folgt mir. Was könnte das Überraschungsende sein? Ich denke, Steel überrascht Muffelklunk mit seiner Super-Roboter-Truppe. Nein, nicht Steel Superbox. Deine Roboter sind viel zu cool für mich, Steel Awesome. Das glaube ich nicht. Ich wette, Steel verrät, dass er nämlich in Wahrheit ein Trike ist. Ich bin unbesiegbar. Nein, vergesst es. Ich wette, die Überraschung ist, dass Steel einen neuen Hut kriegt. Einen Hut? Das ist alles? Du wolltest ein Überraschungsende? Das wäre ein tolles Überraschungsende. Und was hast du für ein Ende im Kopf? Ich will gar nicht darüber nachdenken. Ich will es einfach wissen. Sag mal, warum brauchst du denn bloß so lange? Oh, hallo Loop, hallo Freunde. Heute gibt es eine riesige Auslieferung. Das wird wohl eine Weile dauern.
Wie fand sie die neuesten Awesome-Comics heute aus? Ja, ganz genau. Aber da gibt's eine Überraschung. Wissen wir. Deswegen wollen wir sie. Oh, nein, 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 nein. Ich meine, dass es eine Überraschung zu der Überraschung gibt. Ich kann die Comics nicht ausliefern, weil sie nämlich höchstpersönlich verteilt werden von Steel Awesome. Was? Steel liest heute nämlich allen das Überraschungsende vor. Deshalb darf es keiner sehen, bis er hier ist. Nicht einmal ich? Sein allergrößter Fan? Nee, 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 nee. Steel Awesomes Anweisung. Bitte, können wir nur mal ganz kurz gucken? Nein, nein, dieser nein, 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 nur nein, nein, gar nicht zu. Auf keinen Fall, nein, da mache ich nicht mit. Super Durchguck, sich los! Was machst du? Nichts! Ich guck nur die Pakete an. Ich wollte nicht spionieren. Pass auf, das Altpapier für den Recyclinghof kommt geflogen. Ich muss fertig sein, bevor Steel Awesomes Lesung anfängt. Wisst ihr, ihr Kinder könntet mir wirklich sehr helfen, wenn ihr das Paket Comics auf den Marktplatz bringen könntet. Echt jetzt? Eine Mission für Steel Awesome? Ganz genau. Eine richtige, super wichtige Mission. Na ja, vielleicht belohnt euch Steel dafür und schenkt euch als Erste das Comic-Heft. Hallöchen, Bike Buddies. Ich hörte, dass ihr vier ein besonderes Comic transportiert. Aber es darf keiner sehen, Maxwell. Natürlich nicht. Ich würde auch nie danach fragen. Ist ja eine Überraschung. Hallo, Bike Buddies. Oh, ist das das Paket? Sind die Comics da drin? Wir dürfen das Paket nicht aufmachen, Frau Bike. Oh. Ich würde Steel einen kostenlosen Reifenwechsel für einen Blick auf das überraschende Ende anbieten, bei dem Muffelklunk zugibt, dass er in Wahrheit ein Außerirdischer ist. Ach, Maxwell, so wird das doch aber nicht ausgehen. Ich glaube, das Ende ist etwas besonders Romantisches. Steel findet sicher die Liebe seines Lebens. Oh, lasst mich bitte nur kurz gucken. Tut mir leid, Frau Bulkley. Wir dürfen nicht. Wir sind auf einer Mission für Steel höchstpersönlich. Da sind wir, Buddies. Oh, wir sind ja viel zu früh. Steel ist doch überhaupt nicht da. Steel ist hier. Herr Awesome, hallo. Wir bringen das Paket mit Ihren Comics. Ausgezeichnet. Und ich wette, ihr seid schon alle gespannt, was das geheime Überraschungsende ist. Ihr habt doch nicht spioniert, oder? Aber nein, Herr Awesome. Gut, dann kommt jetzt hier die Show. Überraschung. Das ist der Steel Awesome Fans. Der Moment, auf den ihr alle schon seit Ewigkeiten wartet. Seite 1. Lecker Pizza und extra viel Käse. Kauft eine Pizza und bekommt die zweite umsonst. Wartet mal kurz. Diese Seite ist eine Überraschung. Auch für mich. Das sind keine Comics. Das sind Speisekarten von Pizza-Restaurant. Ich habe bestimmt die Pakete vertauscht. Aber wo sind meine Comics? Ich glaube, Blip bringt sie gerade zum Recyclinghof. Der Schredder wird sie alle zerkleinern. Rette sie! Schnell! Das Altpapier muss zum Recycling, dann muss ich schnell zurück zu Steel Awesome und den Comics. Muss mich beeilen! Da ist er! Blip! Halt an! Blip, warte! Zeit für eine meiner Blip-Abkürzungen. Oder sollte ich sagen Blip-Kürzungen oder Kurzblips oder Abkürzungen?
war doch gerade noch hier. Er nimmt seine Abkürzung. Die kennt aber nur Blip. Super Durchgucksicht. Da lang! Ja! Blip! Stopp! Wer ist das? Ich kann's nicht sehen. Das sind bestimmt Altpapierbanditen. Ihr kriegt das Altpapier niemals, ihr Altpapierbanditen. Hier durchgefahren. Habt ihr es gesehen? Hier führt doch gar kein Weg durch. Wie hat er das bloß geschafft? Zoomcam, los! Er fährt zum Recyclinghof meiner Eltern. Hier lang. Sehr gut, Fred. Oh. Wartet! Nicht ausschalten! Eins noch! Es sind Altpapierbanditen hinter mir her. Die wollen unbedingt die Pizzaspeisekarten. Oh, Altpapierbanditen. Noch nie von denen gehört. Aber wir sollten uns lieber beeilen. Grüne Paprika und Oliven? Nein! Nicht, wenn Steel Awesome in der Nähe ist, du dünne Pizzateigkruste! Steel! Hier sind sie! Ah, gut. Habt ihr diesmal geguckt? Nein, Steel! Ich will das Ende nur von Ihnen hören! Gut. Wow. Und nun kommt die Überraschung, die keiner von euch erwartet hat. Und die Überraschung ist... ist... Oh, ja. Ja, zum Glück habe ich nicht spioniert. Es ist viel besser, die Überraschung hier mit euch zu hören. Du, Muffelklunk, bist mein lange verschollener Zwillingsbruder. Ich wusste es. Stimmt das echt, Stier? Ist Muffelklunk wirklich dein Zwillingsbruder? Ja, ganz genau. Aber welche andere Überraschung wartet noch auf uns, wenn wir weiterlesen? Ein neuer Hut? Hey, hast du spioniert? Ich hab's voll erraten. Nun, Freunde, lesen wir weiter. Nein, das kann nicht stimmen. Aber es ist die Wahrheit. Komm zu mir, Bruder.